Hallo, hallo, liebe Leute, willkommen zu der ersten Folge von Minecraft Skywars. Ich bin ja gerade auf dem mineplex.com Server, glaube ich, ist die IP. Und ja, es ist wirklich die erste Folge, die erste Runde. Ich, wie ihr euch denken könnt, nach den paar Cuts jetzt schon hier. Das ist übrigens das meistgecuttete Minecraft PvP-Video, was ich je hochgeladen habe, nach Klimawandel. Aber ja, das ist jetzt wirklich die erste Runde, die ihr hier seht. Ich habe insgesamt 2 Runden in dieses Video gepackt. Also ich kann euch vorstellen, dass jede Runde nicht zum Gewinn führt, eventuell. Aber ja, da es ja gecuttet ist, könnte das eigentlich trotzdem sein. Also jetzt habe ich eigentlich schon alles verraten. Ja gut, auf jeden Fall habe ich vor, sowas öfter in Zukunft zu machen, solche gecutteten PvP-Videos, also so richtig gecuttet. Und ja, also ich habe jetzt in diesem Video nicht so ein richtiges Thema, was ich ansprechen möchte. Möchte ich aber in den, in den nächsten Videos dann mal so mich auf so Themen vorbereiten, über die ich sprechen werde. Seien es jetzt Weltthemen, Weltnachrichten, weltverändernde Nachrichten oder irgendwas über YouTube. Kommt immer drauf an. Heute habe ich mal über was über YouTube. Ich möchte nur so kurz reflektieren. Und zwar, ja, Julians Blog wurde ja verklagt, sondern auf Bewährung, genau. Er ist 3 Jahre jetzt auf Bewährung. Ja, 3 Jahre auf Bewährung. Das heißt, er ist nicht im Knast. Er wäre fast 8 Monate, glaube ich, in den Knast kommen, aber dann haben sie 3 Jahre Bewährung gemacht. Das heißt, irgendwie, wenn er jetzt in diesen 3 Jahren nochmal irgendeinen Scheiß macht, wie das mit dem U-Bahn-Video oder mit dem, wo er halt gesagt hat, dass er den Zug nach Auschwitz fahren würde, weil halt die Lok oder die Züge immer, also die Leute, die Bahnleute halt immer gestreikt haben, sage ich jetzt mal. Hat er ja so ein Beschwerdevideo, sag ich mal, gesagt, hochgeladen. Und dann hat er gesagt, dass er den Zug nach Auschwitz fahren würde mit den ganzen Lokführern. Es war halt dem Staat ein bisschen zu viel und dann hat er halt den Julians Blog mal angeklagt. War übrigens Oktober oder November letzten Jahres. Ihr wisst wahrscheinlich das schon alles. Aber ja, hier seht ihr jetzt übrigens, wie ich zum ersten Mal sterbe. Meine ersten Runde war ziemlich ein Noob-Tod, aber hier werde ich schon mal so viel verraten. Hier in dieser zweiten Runde ist der Tod noch viel schlimmer, noch viel peinlicher. Ja, also 3 Jahre ist jetzt auf Bewährung. Ich denke mal, der wird sich jetzt ein bisschen nicht mehr so hart anstellen in diesen 3 Jahren und dann halt wieder, ja, nach den 3 Jahren wieder richtig loslegen. Ja, so ist es halt, ne? Schwarzer Humor. Versteht nicht jeder. Der Staat versteht es nicht immer, wie man hier jetzt gemerkt hat. In den Medien hat es ja geheißen, für YouTuber gelten auch Regeln. So ein Schwachsinn. Wieso sollten wir uns davor noch keine Regeln gegolten haben für uns YouTuber? Für uns gelten die gleichen Regeln wie für als normale Bürger auch. War das jetzt Deutsch? Egal. ja, dann Fine Bros haben ja so ein Video gemacht zu React's World oder React World. Wollten sie ja machen, da wollten sie ja alle Videos, in denen dann ein React, das Wort React quasi drankommt oder im Titel steht, die wollten sie dann quasi ja, löschen. Und vielleicht auch vors Gericht gehen oder so. Also richtiger Schwachsinn. Das wäre dann so gewesen, weil die haben sie nicht durchgezogen. Wisst ihr ja wahrscheinlich schon alles, aber ich sag's trotzdem nochmal. Dass man halt da React-Videos zwar machen konnte, man konnte die machen, aber man hätte halt dann nur so die Vorlagen von denen benutzen müssen und man hätte denen auch noch Geld geben müssen, den Fine Bros. Also, richtiger Schwachsinn. Kann man zwar dann die Vorlagen nehmen und die ganzen Intro und ja, Übergänge und das alles, und die Musik,
alles kann man von denen nehmen. Das ist quasi 1 zu 1 ein Video von den Fine Bros ist, nur dass du es halt gemacht hast. Also alles andere ist gleich. Aber ja, ich gebe doch denen kein Geld, nur weil ich jetzt irgendwie ein Video mache, bei dem irgendwer auf irgendwas reagiert. So, die haben da auch in dem Video angesprochen, dass das in 100 Jahren noch relevant sein wird, was sie da machen mit den React-Videos. Das ist so ein Schwachsinn, habe ich wirklich noch nie gehört. In 100 Jahren. Als würde in 100 Jahren irgendwer noch über ein Video von denen labern. Also, ja gut, über irgendein Video vielleicht schon. Eventuell, wenn sie Glück haben. Aber ich denke nicht, dass diese React-Videos noch relevant sein werden. In 100 Jahren. Nee. Nicht mehr. Wer weiß, vielleicht gibt es in 100 Jahren überhaupt kein Internet mehr. World Wide Web. Wer weiß das schon. Wahrscheinlich gibt es eine viel ausführlichere Variante oder irgend sowas. Hologramm und so. Ja, aber das mit React World, das war richtiger Schwachsinn. Und jetzt, passt auf, im Video. Oh mein Gott, wie scheiße ist das denn? Ihr habt's gesehen, ich dachte, hinter mir wäre noch eine Insel. Aber dabei ist der Abgrund. Ich flieg einfach runter. Ich bin von selbst die Insel runtergesprungen. Wie dumm kann man eigentlich sein? Hier seht ihr, wie ich ausraste. Also, das war wirklich der dümmste Tod in der Geschichte. Ja. Gut. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Lava-Video gefallen. Wenn das der Fall war, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!